Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Und ja, ihr täuscht euch nicht, es ist ein Video, es ist kein Livestream, auch wenn wir auf der Galgenberg mal wieder sind. So, ich habe mir gedacht, wir machen mal, um nicht ein bisschen den Faden hier zu verlieren, beziehungsweise um den Faden weiter zu spinnen, mal 1, 2, 3 Folgen, denn es wird noch ein kleines bisschen dauern, bis wir wieder in den Livestream hier einsteigen auf der Galgenberg. Auf der anderen Seite ist jetzt Juni und Zeit zum Ernten. Wir schauen mal kurz auf die Karte, denn wir sehen, dass das Feld Nummer, stopp, hier, jetzt sehen wir es, Nummer 40, 49 erntereif ist und da haben wir meines Wissens Gerste drauf. Genau richtig, da haben wir Gerste drauf und da werden wir Stroh machen. Also legen wir gleich mal los hier und sprinten zu unserem John Deere rüber und packen das Schneidwerk ein und in der Zwischenzeit, ja, kommt die Auflösung, warum das jetzt ein Video oder warum es noch ein kleines bisschen dauert mit dem Livestream. Ich habe mir eine neue Facecam bestellt, Black Friday ist ja angesagt, es gibt ja wieder Rabatte ohne Ende und huch, ups, da ist wohl irgendeiner gegen das Schneidwerk in der Zwischenzeit gefahren und, also schauen wir mal. Ja, habe mich nicht getäuscht, also er ist noch da. Der John Deere ist noch da, der T560i. So, also ich habe meine Webcam bestellt und da hieß es doch tatsächlich, die würde innerhalb von 2-3 Tagen kommen. Ich habe auf Abholung geklickt und schwuppdiwupp hieß es plötzlich 11. Dezember. Also das heißt, es dauert noch ein kleines bisschen, denn ich möchte unbedingt mit der neuen Webcam dann hier einsteigen, mit der neuen Streaming-Cam, damit wir dann wieder beste Qualität, so hoffe ich doch, haben. Denn ich hoffe auch, dass ihr es schon gesehen habt. Es müsste auf jeden Fall ein bisschen jetzt besser von der Qualität auch in den Videos sein. Und das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass ich ein bisschen ins Invest gegangen bin. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht hängen bleiben. Bisschen neue Hardware, neue Konfiguration und so langsam wird es. Und wenn ihr gesehen habt, neue Folgen, Zielonka und natürlich unsere Alpenmap. Yep, da geht es jetzt auch langsam wieder vorwärts. Wir machen wieder ein paar schöne Folgen im Landwirtschaftssimulator 22. So, was gibt es noch Neues? Ich muss jetzt gerade mal hier kurz umschwenken. Yep. Ich habe hier ein bisschen die Mods modifiziert und habe uns das, welches war es nochmal? Das Platinum, die Platinum Expansion. Jetzt bleibe ich hier auch noch hängen. Ach du Schande, kommen wir hier rum. Die Platinum Expansion habe ich uns runtergenommen, weil wir ja immer so ein bisschen das Thema hatten, dass natürlich jede Menge Holzverarbeitung hier mit dabei ist im Verkauf und so weiter, muss man immer viel scrollen und deswegen habe ich das mal weggenommen, denn ich glaube, in dem Bereich werden wir hier auf dieser Map nicht arbeiten, aber eher dann in den Alpen, weil da geht es demnächst wieder in die Forstwirtschaft und da werden wir auf jeden Fall ein bisschen arbeiten an der Tatsache, dass wir ja unsere Fichten ja angepflanzt haben und da muss ich jetzt auch bald hoffentlich in die Ernte gehen können und da werden wir mit Sicherheit das ein oder andere Maschinensche aus der Platinum Expansion gebrauchen. So, hier haben wir unser Feld und hier gehen wir in die Ernte. So, wo stellen wir dann am besten unser Schneidwerkswagen hin? Wo stellen wir den am besten hin? Da drüben haben wir unser Grasfeld. Ich glaube, da dürfen wir drauf. Jo, und was wir dringend brauchen, ist Stroh. Wir werden übrigens Strohballen machen, weil ich dann doch der Meinung bin, es ist dann doch leichter auf dem Hof zu verarbeiten mit den Geräten, zum Beispiel mit unserem Futtermischer, wenn wir Ballen machen. So, jetzt müssen wir den aber so abstellen, dass er uns nicht den Hang runterrollt, als wenn wir lose das Stroh einwerfen. Sodele. Und einmal hier rum. Mittlerweile können wir eigentlich auch die Rundumkennleuchten ausschalten. Und tatsch. So, okay. Dann werden wir mal aufklappen. Da liegt noch ein bisschen Schwarz vom letzten Mal, vom letzten Schnitt. Okay, und los geht's. Achso, wir müssen noch einschalten. Bum, 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 bum. Strohablage anschalten. Natürlich, wir wollen ja Stroh.
Sehr gut, da freue ich mich, dass es jetzt wieder ein bisschen auch in die Ernte geht. Das ist ja eigentlich auch das, worauf man immer hinarbeitet. Oh, da hat hier aber kommt. Warum ist denn das hier so wellig? So. Okay, ist aber, glaube ich, nur hier am Rand. Ja, da arbeiten wir ja immer drauf hin, auf die Ernte natürlich, weil dann zeigt sich, wie gut wir gewirtschaftet haben, wie gut wir gearbeitet haben. Und da links unten erkennt man schon, die Erträge steigen. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie sich das in unserem Umweltbonus im Precision Farming auswirken wird, weil manchmal ist das ja schon ein bisschen merkwürdig. Ihr wisst es von unserer Alpenmap, da kämpfe ich immer noch mit den Bodenwerten, was das Thema Bodenbearbeitung angeht, weil wir da einfach nicht über die Hälfte hinauskommen, über den halben Wert. So, dann fahren wir mal kurz hier ran. Dann können wir nämlich da auch später mit unserer Ballenpresse ansetzen. Huch, so rum. So, ich will mal ganz kurz schauen, wie sieht's denn aus? Hier müssen wir lang. 88, okay, da sieht's eigentlich gut jetzt aus. Ja, zum Thema Bodenbewertung bzw. Bodenbearbeitung. Hier seht ihr, dass es auf jeden Fall vorwärts geht. Hier haben wir wieder nur den halben Wert. So, aber hier haben wir den vollen Wert, hier haben wir den vollen Wert. Okay, okay. Ach ja, unser Kleefeld übrigens ist auch erntereif. Da können wir dann auch noch rangehen. So. Und jetzt hat jemand gemeint, das könnte natürlich auch daran liegen, dass man eben Pflügen eingeschaltet hat und das den Boden ja extrem letztendlich ja bearbeitet oder beansprucht. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, haben wir Pflügen eingeschaltet oder nicht? Dumm. Pflügen notwendig. Doch, wir haben es an. Pflügen notwendig. Und trotzdem haben wir hier auf diesem Feld jetzt 100%, was die Bodenbearbeitung angeht. Okay, also wir werden das Ganze im Auge behalten, weil wie gesagt, ich bin da ein bisschen unschlüssig, ob es da generell ein Problem gibt oder ob das an den Maps liegt. Auf jeden Fall haben wir auf der Alpenmap dieses Problem, dass wir einfach bei dieser Bodenbearbeitungsbewertung noch nicht über 50 hinausgekommen sind. Einfach hier nicht den vollen Punktwert erwischen. Okay. Soweit, so gut. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwann hier unseren Helfer losschicken, weil wir brauchen ja auch noch einen Abfahrer. Der Ertrag sieht ja gut aus. Einmal rumgefahren und schon haben wir 50%. Das ist eigentlich ordentlich. So. Wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten auf diesem Feld? Weil es ist halt jetzt auch kein gerades Feld. So, dann schicken wir doch einfach, denke ich, den Helfer. Sobald wir da vorne angekommen sind, einfach mal hier in diese Richtung los. Und dann soll er hier den Rest des Feldes abarbeiten. Genau. Und wir springen mal wieder zum Hof. Was nehmen wir? Wir nehmen doch den guten Deutz-Fahrer. Irgendwo haben wir auch noch das Gewicht. Das Gewicht. Ich glaube, es steht vor. Ja, da unten steht es. Da unten steht es. Und damit holen wir dann unseren Hänger. Und dann wird der Deutz hier unser Abfahrer. So, Vorsicht, Vorsicht. Oh, da müsste auch mal geputzt werden. So, Dele. So, vorsichtiger durch diese Kuhle. So, ist denn hier Platz? Ja, es ist Platz und da müsste unser Anhänger drin stehen. Ja, da ist er doch. Und dann schnappen wir uns. Und bitte einmal ankuppeln. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz, was unser... Ja, das passt. Der hat die richtige Fahrspur. Genau, das passt soweit. Ja, da oben bin ich noch nicht ganz so schlüssig, ob er es dann richtig macht. Aber wir werden sehen. Jo. So, ansonsten, wie gesagt, werde ich noch zwei, drei Videos hier auf jeden Fall von der Galgenberg machen, bevor wir wieder in den Livestream gehen. Wenn alles klappt, ja, wie gesagt, wenn alles klappt, dann hoffe ich doch vielleicht nächste Woche. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und damit wir auf jeden Fall hier auf der Galgenberg vorwärts kommen, denn ich ahne Schlimmes, denn wer den Yogi verfolgt hat, der ist gerade am Testen seiner Vierfach-Map.
Und wir dürfen gespannt sein. Und die ist wirklich gut. Die ist richtig gut. Tolle Höfe. Er hat einen ganz, ganz tollen Hof, Starthof für den Multiplayer mit Traubenwirtschaft und Kuhwirtschaft. Und ganz, ganz toll. Also sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Aber das Ganze halt auch für die Konsole dann so kommt. Wir müssen es abwarten. Und dann vor allen Dingen, ja, ist dann mit Sicherheit ein neuer Spielstand fällig. Ist klar, ne? So, deswegen will ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen vorwärts kommen. Und dann werden wir uns Gedanken machen müssen, ob wir eben einen neuen Spielstand starten oder ob wir hier die 2-0 weiterspielen. Ich vermute, dass die nächste Map die 3-0 sein wird oder 2-0 Multiplayer oder 2-0 Vierfach, wie auch immer sie auch heißen wird. Sie wird auf jeden Fall richtig gut. So, dann einmal abtanken hier bitte. Ja, Korntank ist fast voll. Und dann können wir nämlich auch schon die Presse holen. So, und dann warten wir mal ein bisschen. Da könnten wir doch schon mal ein kleines Thumbnail machen. Und vor allen Dingen daran erinnern, dass wenn euch das Ganze hier auf der Galgenberg gut gefällt, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar oder ein Däumchen. Noch schöner wäre natürlich ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Folgen hier verpassen wollt. So, wir setzen ein kleines bisschen zurück. Dann können wir hier etwas Platz machen für ihn. So. Jo, sehr schön. Okay. Motor aus. Und dann, denke ich, brauchen wir ja für die Presse nur den Kollegen hier. Für unsere Krone, wenn ich noch richtig weiß. Wo steht die eigentlich? Wo steht denn die Krone? Die steht im Ballenlager, oder? So, hier kommen wir gut durch. So, da ist das Feld auch schon erntereif. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wenn wir dann unser Kartoffelfeld ernten. Das wird auf jeden Fall spannend. Oh, Charlie. Charlie. Ganz kurz Charlie begrüßen. Servus. Jo. Ja, und dann habe ich auch eine Idee hier, beziehungsweise was heißt eine Idee? Also, Freunde, hier dieses, so schön es auch ist, aber diese Hühnergeschichte hier ist mir doch ein kleines Dorn im Auge. Ich bin echt gewillt und geneigt. Und wir haben ja das Thema, dass wir hier leider keine weiteren Tierproduktionen im Moment platzieren können. Deswegen bin ich fast geneigt, diesen Hühnerstall zu verkaufen und da was anderes hinzusetzen. Müssen wir mal sehen, müssen wir mal abwarten, ist, denke ich, eher ein Thema für die nächste Folge. So, dann schnappen wir uns hier die Krone. So, auf die Krone setzen wir mittlerweile auch in der Alpenmap. Hat den einfachen Grund, so schön ja auch die Göweil ist, aber das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, dass wir da nur 125er Ballen machen können. So, wir stellen mal hier um, Augenblick. So, Augenblick, Lenkmodus, Vorderrad, so ist es besser. Mir ist nämlich gar nicht aufgefallen, dass wir mit der Göweil nur die kleinen Ballen pressen können und das ist natürlich dann bei Grasballen, Heuballen, ein bisschen hinderlich. Und mit der Krone können wir eben die 180er pressen und das werden wir jetzt dann auch tun, natürlich mit den Strohballen, damit wir nicht ganz so viele Ballen haben, die wir dann später transportieren müssen. So, Vorsicht, Fußgänger. Wunderbärchen, Wunderklärchen, da sind wir dann da. Und mittlerweile ist, glaube ich, der Drescher auch schon fertig. Oder was macht er? Er bewegt sich nicht. Doch, er bewegt sich noch. Er bewegt sich noch. Es lebt. Gut, hier will ich ansetzen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Ja, fast. Gut. Dann können wir noch das letzte Stückchen hier abernten. Und dann geht's los auch schon. In die Presserei. Und wir brauchen definitiv Stroh, denn das ist jetzt bald wirklich zu Ende. Und wir brauchen es zum Mischen und zum Einstreuen natürlich. Ja, also hier ist irgendwas, da ist ein irgendwas. Ja, da kämpft er. So, ich bin sowieso ein bisschen am Überlegen, ob wir überhaupt diese Felder hier oben behalten oder ob wir uns dann doch ein bisschen konzentrieren.
auf die Felder, die sich bei uns in der Nähe des Hofes befinden. Müssen wir mal sehen. Ja, und das Thema, wie gesagt, Hühner, ja, das will ich auf jeden Fall dann in der nächsten Folge angehen, weil wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da deutlich effektiver und produktiver werden mit unseren Tierchen. So, das heißt, wir müssen den jetzt erstmal abtanken. Dann sind wir hier erstmal mit der Ernte fertig. Wir schauen mal ganz kurz in die Erträge. So, hier. Und, nee, andere Richtung. Ertrag. Ja, ist okay. 100%, 105. Okay, teilweise 120. 125. Okay, okay. So, ihn räumen wir auf. Und Schneidwerkwagen abgehängt. Sehr schön, das klappt auch mittlerweile sehr, sehr gut. Okay. So, falsch rum. Da ist er doch. Jetzt müssen wir mal schauen. Lenkt er wieder komplett? Nein, sehr gut. Ach, wir haben da gerade noch Gras drin. Jetzt müssen wir mal schauen. Bleibt das Gras oder macht er jetzt das? Achso, ja klar, wir müssen erstmal gucken wegen der Ballengröße. 150. Ja klar, 150 Ware natürlich zum Wickeln. Jetzt machen wir 180. Und er macht Stroh draus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, haben wir denn die Automatik an? Anschalten. Ich überlege gerade, macht das Sinn? Wir werden sehen. So, okay. Weil wir haben nämlich immer das Thema, das ist mir nämlich auf der Alpenmap aufgefallen. Klar, wenn wir nämlich jetzt hier zumachen mit dem großen Ballen, ist klar, nee, dann hängt er sich ein bisschen fest. Ist mir natürlich nicht aufgefallen mit den etwas kleineren Ballen, die natürlich auch logischerweise dann weniger Durchmesser haben. Hier schon wieder. Ja, da ist irgendwie eine Wahnsinnswulst hier, ne? Ja, das müsste man eigentlich auch mal ausgleichen. Aber okay, im nächsten Leben. So. Sehr schön, sehr gut. Die Krone arbeitet auch sehr, sehr gut und hat auch eine relativ weite Aufnahme vorne. Also da kann man gut über die Schwart fahren. Ja, da kommen wir noch um die Kurve. Dann haut uns der Ballen auch nicht ab. Genau, dann müssen wir ein bisschen vorfahren und dann schließen und noch ein bisschen warten, weil erst wenn geschlossen, dann nimmt er wieder Stroh auf. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt ein kleines bisschen überlegen. Juni, ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit, ob wir hier noch was anbauen oder nicht. Ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich schon gerne Felder auch ein bisschen abseits haben, damit wir etwas auch über die Map kommen. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das hier so Sinn macht. Aber eigentlich ist das Feld ja gar nicht mal so verkehrt vom Ertrag. Na, warten wir es ab. Müssen wir uns ja nicht jetzt sofort entscheiden. So, beinahe wieder verpennt hier. Einmal rückwärts. Ja, ich denke, es macht dann Sinn, dass man nicht automatisch. Sehr gut.
So, dann nehmen wir hier die Schwart. So. Beim Grasfeld bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir das schon gedüngt haben. So, 93. Sehr gut. Tja, Freunde, und da würde ich doch sagen, weil wir jetzt wieder 20 Minuten auch erreicht haben, sogar ein kleines bisschen schon wieder drüber sind, an der Stelle wieder mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen und natürlich nicht vergessen, wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Abo dalassen. Hier machen wir nochmal ein schönes Thumbnail. So, für die Galgenberg 2.0 hier bei uns auf dem Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ich werde hier jetzt das Feld noch soweit ready machen. Das heißt also, das Stroh einsammeln, die Ballen einsammeln. Und dann, denke ich, sehen wir uns, wenn wir das Klee mähen in der nächsten Folge am Hof. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.